Hallo Herr Deppenkemper, Sie auf der Imbau, was führt ein Rechtsanwalt hierher? Herr Müller, das ist ganz einfach. Ich habe hier heute einen Vortrag zu halten über das Baurecht. Und ich habe es in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht und heute bin ich wieder hier. Bei so einem schönen Wetter ist das prima. Als Jurist interessieren Sie sich für die Technik? Wäre das nicht eher Aufgabe der Architekten? Ja, die Technik, die schaue ich mir auf der Ausstellung gleich an, weil es immer wieder bauphysikalische Neuigkeiten gibt, Weiterentwicklungen. Und es nutzt einem Juristen wenig, wenn er nur die Paragraphen kennt, aber nicht weiß, wie sich die Bautechnik zusammensetzt. Im Programmheft der Imbau habe ich gelesen, dass Sie sich mit dem Bau- und Architektenvertragsrecht beschäftigen. Ist das so korrekt? Das ist richtig. Das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Tätigkeit, weil es geht einerseits erst um die Verträge und nachher um das fertige Bauvorhaben, vielleicht um Mängel oder um Schäden. Das ist so das breite Spektrum. Sie sind ja nicht das erste Mal auf der Imbau und halten hier einen Vortrag. Nein, das ist richtig. Ich glaube, es ist das dritte oder vierte Mal. Welche Entwicklungen gibt es im Gebiet des Bauvertragsrechts? Im Bauvertragsrecht wird im Wesentlichen entschieden zwischen einem BGB-Vertrag und einem VOB-Vertrag. Und es ist einfach eine Tendenz, dass doch zunehmend wieder zurückgekehrt wird zum BGB-Vertrag, weil es für den Endverbraucher zumindest eine wesentlich überschaubarere Größenordnung ist. Ihre Arbeit beschränkt sich aber nicht einzig und allein auf das Bauvertragsrecht. Nein, das Bauvertragsrecht ist ein Teil, ein ganz wesentlicher Teil sind Baumängel, Bauschäden, Baufehler, die Ursache dafür und natürlich dann auch die Haftungsfrage, wer hat es am Schluss zu bezahlen oder wieder in Ordnung zu bringen. Ich denke, falls es Sie interessiert, lade ich Sie gerne mal ein auf eine Baustelle, dass wir uns das mal angucken, wie sowas in der Realität aussieht. Denn meine Tätigkeit beschränkt sich nicht nur auf den Schreibtisch, sondern ich bin auch wirklich draußen vor Ort, um von da aus dann zu gucken, wie es weitergeht. Hallo Herr Deppenkemper. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, ich wollte mir heute mal anschauen, was Sie als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht direkt hier auf der Baustelle machen. Ja, also in erster Linie habe ich mich gerade nach dem Baufortschritt erkundigt, was also aktuell hier los ist, ob es Probleme gibt und so. Und das scheint gerade mal heute nicht der Fall zu sein, richtig? Richtig. Prima. Ja, und ansonsten bin ich hier, weil ich die Baustelle begleitend betreut habe. Und zwar ist es so, dass hier der Investor von Anbeginn an, also noch als ihm der Grund und Boden gar nicht gehörte, schon an uns herangetreten ist. Wir haben die Kaufverträge geprüft und entsprechend ihn beraten dürfen. Und anschließend dann auch hier den Bauvertrag begleitet. Wir haben mit dem Bauherrn gemeinsam Referenzbauten besichtigt und die Baubeschreibung durchgegangen. Und so ist es dann dazu gekommen, dass man hier in das Bauvorhaben involviert war, praktisch von Anfang an. Was geschieht denn, wenn es dazu kommt, dass mal etwas schief läuft? Ja, dann ist es das Problem, dass die am Bau Beteiligten nach Möglichkeit schnell eine Lösung finden, damit der Baufortschritt nicht gefährdet ist und alles vertragsgerecht erfüllt werden kann. Insbesondere termingerecht, aber eben auch fachgerecht, das heißt ordnungsgemäß, ohne Mängel. Ja, und letztlich ist es auch oft für die Beteiligten eine ganz pragmatische Entscheidung, sich nicht in einen Rechtsstreit zu stürzen, sondern einen Vergleich zu schließen, weil es eben eine schnelle und sichere Basis ist, einen Streit beizulegen, Meinungsverschiedenheiten beizulegen und vor allen Dingen auch im Bau voranzukommen. In diesem Zusammenhang ist natürlich auch das gesunde Augenmaß eines Juristen gefragt, weil es kann ja nicht darum gehen, möglichst viele Bauprozesse zu provozieren, sondern man sollte das Interesse des Mandanten im Auge haben, der schnell ein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis erzielen will. Was ist eigentlich für Sie der besondere Reiz an der Tätigkeit eines Fachanwalts für Bau- und Architektenrecht? Ja, das ist eigentlich doch ziemlich einfach zu beantworten. Gemeinhin stellt man sich den Juristen am Schreibtisch vor oder vielleicht noch im Gericht, aber im Wesentlichen hinter Büchern und Akten. Und ich liebe es, dass ich also auf die Baustellen rausfahre, dass ich etwas sehe, dass ich etwas erfahre, dass ich etwas anfassen kann und ich sehe, dass ich daran mitwirken kann, wie hier etwas entsteht. Ich darf es auch mal ganz einfach ausdrücken. Ich liebe den Geruch von frischem Beton und überall, wo es danach riecht, entsteht gerade etwas, was mich noch um Jahrzehnte überdauern wird. Und daran teilzuhaben, das ist schön. Das macht mir Spaß. Besonders interessant ist die Tätigkeit ja auch deshalb, weil man immer wieder mit Menschen zu tun hat, die völlig unterschiedliche Interessen haben. Der Bauherr hat andere Interessen als die Baufirma, der Architekt steckt dazwischen, da sind die Handwerker und da sind natürlich auch die Behörden, die kontrollieren, wie der Bau ist, ob er so ist, wie er sein muss. Hier sind Sie also projektbegleitend bei einem Neubau tätig. Was machen Sie denn sonst noch? Auch das beantworte ich Ihnen gerne. Dazu lade ich Sie jetzt in unsere Kanzlei ein und da können wir das Gespräch dann fortsetzen.
Guten Tag, Deppenkämpfer. Hallo, Herr Müller. Ich grüße Sie, hallo. Ja, nehmen Sie gern Platz. Wir wollten unser Gespräch noch fortsetzen von unserem gemeinsamen Baustellenbesuch. Wir freuen mich, dass Sie hier sind. Ja, wir wollten uns noch darüber unterhalten, womit sich ein Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sonst noch befasst. Ja, Herr Müller, das wollten wir und da möchte ich Ihnen noch gern was zu erzählen. Es ist natürlich nicht immer so, dass es um Neubauten geht. Wir waren ja neulich auf der Baustelle zusammen. Sondern viele Fälle hier in unserer Kanzlei haben auch mit Altbauten zu tun, auch mit der Sanierung von Gewerbebauten und Industriebauten. Und da gibt es ganz andere Probleme als im Neubaubereich. Zum Beispiel die Sanierung von Altlasten, kontaminiertes Erdreich oder auch Bausubstanz, wo also Materialien verwendet worden sind, die man heute nicht mehr verwendet aus Umweltgründen, deren Entsorgung oft hohe Kosten verursachen. Und des Weiteren befassen wir uns natürlich auch mit Umbauten und Erweiterungsbauten. Das sind alles Bereiche, wo es mal zu Diskussionen oder Streit kommen kann, jedenfalls wo juristischer Rat gefragt ist. Bei diesen hohen Sanierungskosten in solchem Fall stellt sich natürlich dann die Frage, wer ist dafür der Verantwortliche und wer hat letztlich die immensen Kosten zu tragen. Das sind die Probleme, wobei die Parteien juristische Begleitung und Beratung brauchen. Und mit welchen Problemen wenden sich Architekten an Ihre Kanzlei? Das ist, wie man so schön sagt, ein sehr, sehr weites Feld, ein richtig großes Spektrum. Wenn man aber die Kerngebiete herausgreift, sind das, kann man wohl sagen, viele Haftungsfragen, Architektenschadensersatzrecht sozusagen. Und zwar geht es dann darum, dass der Architekt ja die Bauten nicht nur plant, er macht nicht nur Zeichnungen, sondern er ist ja auch verantwortlich für die Umsetzung. Das heißt, für die Bauleitung, für die Bauaufsicht und die Dokumentation. Und das sind Dinge, wo den Architekten hohe Sorgfaltspflichten abverlangt werden. Das heißt, sie müssen sich immer wieder auf der Baustelle sehen lassen und sie müssen auch die Handwerker vernünftig kontrollieren, damit die Fehler, wenn sie gemacht werden, auch frühzeitig erkannt werden. Das ist eine der wesentlichen Hauptaufgaben des Architekten. Und wenn es da zu Problemen kommt, das heißt, wenn der Architekt Handwerkerfehler übersieht oder der Rohbauer macht Fehler, der Architekt übersieht, dass die Abdichtung nicht in Ordnung ist, hinterher sind die Schäden da, dann hat der Architekt das Problem, dass ihn der Bauherr genauso in Regress nehmen kann wie den Handwerker, der dort den Fehler gemacht hat. Der Architekt ist nicht gleichsam der Bauleiter auf einer Baustelle, oder? Ja, die Begriffe werden ja unterschiedlich verwandt. Natürlich gibt es auch die sogenannten Poliere, das heißt der Bauleiter des Bauunternehmers, der dort vor Ort für den Handwerker, für den Ausführenden die Baustelle betreut. Aber der Architekt hat eben auch eine Bauleitungsfunktion, auch eine Koordinationsfunktion zwischen den Handwerkern, wenn es darum geht, die einzelnen Gewerke zu betreuen, zu beaufsichtigen und auch die einzelnen Arbeitsschritte in der richtigen Abfolge zu ordnen. Das ist ein wesentlicher Leistungsbestandteil, den der Architekt auch zu erbringen hat. Wenn ich dann selbst bauen möchte, was ist das häufigste Problem, womit sich Bauherren konfrontiert sehen? Schwierige Frage. Es gibt eine Menge Probleme. Ich will einfach ein paar Beispiele aus der Praxis nennen. Immer wieder, auch heute noch, gerade auch im Einfamilienhausbereich, gibt es dieses Problem der nassen Keller. Man sollte eigentlich glauben, das ist vorbei, aber nein, muss ich sagen, immer wieder gibt es nasse Keller und das sind erhebliche Probleme, wenn nachträglich abgedichtet werden muss, sei es von innen oder von außen, oftmals sehr hohe Kosten. Ein weiteres Problem bei Neubauten sind heute weniger die sogenannten Kälte- oder auch Wärmebrücken, aber die Schallbrücken. Es kommt immer wieder zu Schallübertragungen von einer Einheit in die andere, die nicht gewünscht ist. Und noch komplizierter wird es dann, wenn die Immobilie gemischt genutzt ist, teilweise gewerblich, teilweise zu Wohnzwecken. Und wenn dann hier Schallübertragungen von dem gewerblich genutzten Bereich in den Wohnbereich erfolgen. Gibt natürlich auch Schallübertragungen durch die Rohrleitungssysteme, wenn Fehler bei der Heizung und Sanitärinstallation gemacht werden, dass also praktisch man die Geräusche aus dem Badezimmer dann in der Nachbarwohnung immer hört. Und worauf sollte ich allgemein bei meinem Bauvorhaben achten? Wenn Sie bauen, Herr Müller, kann ich Ihnen nur empfehlen, dass Sie sich vorher gut überlegen, was Sie bauen wollen. Lassen Sie sich beraten und helfen, auch von einem guten, erfahrenen Architekten. Aber bevor es dann losgeht, schauen Sie sich ähnliche Bauvorhaben an, sogenannte Referenzbauten. Besuchen Sie die Bauherren, fragen Sie die Bauherren, die etwas gebaut haben, was Ihnen gut gefällt, ob Sie damit zufrieden sind, ob es Dinge gibt, die Sie vielleicht heute anders machen würden.
Fragen Sie auch danach, wer mit dem Bauvorhaben betraut war, welcher Architekt, welche Baufirma. Und ich denke mir, dann haben Sie eine gute Vorarbeit geleistet, einen guten Grundstein gelegt, dass es auch bei Ihnen klappt. Fehler, die andere gemacht haben, Herr Müller, die möchten Sie doch sicher vermeiden. Selbstverständlich. Und den Bauvertrag, den darf ich dann vor Zeichnung nochmal Ihnen in Ihrer Kanzlei vorbeibringen? Selbstverständlich. Wenn Sie einen Bauvertrag im Entwurf vorliegen haben, kommen Sie herzlich gerne zu uns in die Kanzlei. Wir werden den Vertrag gerne prüfen für Sie und dann wünschen wir Ihnen für Ihr Bauvorhaben alles Gute. Bedanke mich. Herr Müller.